Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und bei meinem neuen Spiel Imperium Galactic Survival. Das ist ein Crafting-Spiel, in dem man auch hier Flugobjekte bauen kann und auch zu solchen Planeten hier fliegen kann. Auch zu dem da. Das sieht ja richtig heiß aus. Das sieht schon nett aus, wie die sich bewegen. Gibt es noch einen Planeten? Ne, sonst sehen wir hier keinen. Und zwar zuerst. Man hat erstmal nichts. Man kann ein Jetpack benutzen. Da seht ihr es da unten links. Die Energie für den Jetpack. Und zuerst muss man erstmal hier Energiequellen reintun. Da war eine Crafting Station. Da kann man halt Sachen machen. Das werden wir jetzt noch näher kennenlernen, hoffe ich. Hier kann man ins Cockpit steigen und anmachen. Aber wir haben noch keine Energie, glaube ich. Deswegen müssen wir erstmal hier unsere Kanister durchsuchen. Man kann hier Pflanzen pflanzen. Das werden wir alles noch machen. Und hier sind schon mal Rohstoffe. Silikon, Kupfer, Eisen, Kobalt, Magnesium, Promethium und Plastik. Die kann man schon mal hier reinpacken. Ich habe es mir schon ein bisschen angeguckt, das Spiel, also um eine kleine Grundkenntnis zu haben. Man hat hier eine Taschenlampe, eine Pistole haben wir schon, deswegen lassen wir die andere hier drin. Das braucht man, ist für hier den Drill, mit dem man Sachen abbauen kann. Antibiotika nehmen wir mit, Essensration, ein kleines Medipack oder zwei kleine Medipacks. Und das lassen wir erstmal hier drin. Energiezellen brauchen wir. Das ist ein Sauerstoffgenerator, Sauerstoff, und das ist eine Baulampe. Sauerstoff kann man hier reinfüllen, wie ihr unten links seht, hat man auch eine Health, Food, Oxygen und Stamina-Anzeige. Das ist Sauerstoff, Essen, Lebensenergie und Ausdauer. Ne? Sollte klar sein. Sauerstoff, man füllt es hier in diese Kanister rein und wenn genug, also wenn ich jetzt hier die Maschine anschmeiße, kann man sich hier wieder neuen Sauerstoff holen. Ich schmeiß mal die Kiste an. So. Energie ist drin. Und dann machen wir mal unser Raumschiff an. Jetzt läuft's. Jetzt sollte ich als erstes genau Energiezellen machen. Oh, man kann mit Shift hier mehrere Schritte gleichzeitig. Mehrere. 10er Schritte machen. Gut. Dann sollten wir unseren Sauerstoffgenerator hier ins Wasser setzen, damit wir genug Energie haben. Wollen wir hier? Da ist ein großes Meer. Och. Warum nicht? Gefällt mir auch trotzdem. So. Setzen wir ihn erstmal hier hin. Dann tun wir da auch eine Energiezelle rein. Und schon, seht ihr, läuft er. So, als nächstes sollten wir Grundsachen machen. Wir wollen hier so eine Basisplattform hatten wir auch noch. Auf der anderen Seite. Nein, da. Damit kann man quasi noch nichts machen. Das ist so ein Baustein. Und für den brauchen wir jetzt erstmal Metal Plates. Machen wir ein paar Stück. Die laufen erstmal durch. Jetzt haben wir hier schon 24 Energiezellen. Packen wir gleich mal welche in unser Raumschiff rein, dass uns der Strom nicht ausgeht. Und dann noch welche hier in unseren Sauerstoffgenerator. Weil da ist schon die Energiezelle weg. Dann läuft er durch. Und wir kriegen keine Probleme. Jetzt mache ich als nächstes, setze ich nochmal eben hier die Baulampe. Dass wir hier auch ein bisschen Licht haben. Man kann alle Objekte drehen, wie man will. Ja. So. So. Da oben hin.
glaube, das sollte gut sein. So. Warte, steigen wir nochmal an. So, wir können hier auch einige Sachen abstellen. Und zwar machen wir mal hier die Düse aus. Dann ist hinten der Antrieb abgeschaltet. Sollte eigentlich. Habe ich ihn abgeschaltet? Und ich ja. Ja, müsste. Gibt es noch einen? Ne. Gut, dann steigen wir mal aus. Dann gucken wir mal. Jetzt haben wir. Läuft noch. Energiezellen, ja, das ist gut. Gut. Da hinten sieht man schon mal ein Kupfervorkommen. Da begeben wir uns jetzt hin. Und zwar kann man mit diesem netten Tool hier alles abbauen. Hier gibt es noch Kaffeebohnen. Pflanzen kann man auch pflanzen. Also Felder anlegen. Aber es wachsen auch halt Pflanzen hier. Überall auf den Planeten, die man abbauen kann. Diese hier kann man nicht abbauen, das ist mehr so Deko. Man kann sie heute mit diesem Plasmabrenner wegfackeln. Vielleicht kann man da noch später, es ist ja eine Prä-Alpha, noch was mitmachen, aber zurzeit nicht. Es laufen Tiere rum, die man jagen kann. Einige sind friedlich, einige sind aggressiv. Und jetzt sind wir auch schon hier bei unserem Kupfervorkommen. Wie ihr seht, kann man nicht sofort ran. Man muss jetzt erst ein Stück hier ein Loch in den Planeten brutzeln. Ich hoffe, es ist bei euch nicht ganz so laut. Es kommt mir doch noch sehr laut vor. Aber ich lasse es jetzt erstmal eben so noch. Oder ich stelle mal eben die Lautstärke noch ein bisschen um. Und zwar. Also ich finde, ja, so ist besser. Und dann seht ihr hier schon dieses Rötliche, das ist das Kupfer. Und dann kommen solche Steine daraus, die kann man aufsammeln und dann hat man sie, hat man die Steine im Inventar drin und kann sie nachher weiterverarbeiten im Konstruktor. Und man kann später halt auch eine Basis bauen, große Raumschiffe, Hovercrafts und ähnliches. Und aber dazu müssen wir jetzt erstmal hier Rohstoffe sammeln. Es gibt auch Gegner, aber bisher bin ich noch keinen begegnet. Also wir werden sicherlich noch gegen feindlich gesinnten Kreaturen oder anderen Aliens begegnen, die uns Böses wollen. Man kann auch in Weltraum fliegen, da sieht man noch einen anderen Planeten aufgehen. Da ist der rote Feuerplanet. Das sieht schon richtig geil aus, wenn der so hinter dem Planeten hinter den Wolken ist. Und da kann man auch hinfliegen. Na, zuerst brauchen wir jetzt erstmal hier das Kupfer. Das versuche ich mal eben hier rauszuholen. Und dann gucken wir, was wir gleich noch bauen können, dass wir uns unsere ersten Grundsteine legen. Ja. Das sieht schon ganz gut aus, wie das. Wir haben hier schon ordentlich Material jetzt rausgeschnitten. Also war ordentlich etwas. Machen wir noch mal ein bisschen weiter. Man kriegt hier, glaube ich, auch noch hier Stein kann man auch noch verwerten. Deswegen sollte man den auch noch mal mitnehmen öfters. Und dann gucken wir mal weiter. Na, da ist noch was, da liegt noch was. Da noch was haben wir denn? Wir haben bisher auch nur Kupfer rausgekriegt. Okay. Ich hatte gedacht, wir kriegen auch noch ein bisschen Stein raus. Vielleicht muss ich noch ein bisschen hier weiter braten. So, da sehe ich doch Stein. Das ist doch Stein. Das müsste Stein sein. Stein.
Und dann daraus kann man zum Beispiel diese Pflanzenkübel machen, indem man nachher Beete ansetzt. Aber die brauchen wir jetzt zu Anfang noch nicht. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal hier eigentlich auch nicht Kupfer, sondern Eisen. Deswegen gehen wir gleich nochmal auf Eisensuche und gucken, dass wir da noch was finden. Ja, wir nehmen jetzt hier erstmal alles mit. Dann sieht man schon hier, wir haben eine richtige Kuhle gegraben. Aber zum Glück haben wir ein Jetpack, mit dem wir hier locker rausfliegen können. Und dann bringen wir die ersten Sachen mal eben zurück zu unserem Raumschiff. Und dann gucken wir mal, ob wir hier nicht noch auf der Karte irgendwo... Wir gehen einfach mal da irgendwo hin und gucken, ob da irgendwo gleich uns ein Eisenvorkommen gezeigt wird, weil das ist, glaube ich, schon sehr wichtig, dass wir da ein bisschen Eisen haben und was Vernünftiges rausmachen können. So, unser Constructor ist hier. Packen wir das schon mal rein. Und dann sieht man hier, können wir jetzt Kupfer herstellen. Oder Kupferwaren. Machen wir mal. Ich glaube, das müsste alles sein. Und hier. Wir haben nicht genug dafür, um das irgendwas daraus zu machen. Holen wir uns noch mal eine Dosis Sauerstoff. Hört ihr? Jetzt wird unser Sauerstoff aufgefüllt, wie ihr hier unten seht. Und dann können wir unbesorgt weiter rumrennen. So. Die hier kann man essen. Corn Dogs. Okay. Ein heißer Hund. So. Die braucht man auch. Später für die Pflanzenkübel. Kaffeebohnen. Wird man sicherlich auch gebrauchen. Können. Müssen. Ja, müssen nicht unbedingt, aber Kaffee ist nie schlecht. So. Und wie ihr seht, finden wir noch nichts. Das wird einen dann immer so auf der Karte so. Genau so. Da hinten ist Silikon. Silikon will ich jetzt auch noch nicht unbedingt haben. Ich meine, schlecht ist es auch nicht. Aber ich hätte schon gern Eisen. Die hier sind friedlich, wenn man sie in Ruhe lässt. Wenn man sie anschießt oder sonstiges, werden sie auch fies. Die Pflanzen wackeln hier alles lustig. Naja. Gucken wir mal. So. Sind die Blauen auch friedlich? Der tut mir nichts. Dann holen wir uns doch noch mal erstmal das Silikon. Und dann ist unser Ausdauer schon weg. War zu erwarten, ne? Okay, okay, ich bleibe ja stehen. So. Machen wir mal ein Jetpack an. Die nehmen wir auch mal mit. Da vorne gleich unser Silikon. Aus dem man dann, glaube ich, Plastik herstellen kann. Ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Na, ist das hier unter uns, ne? Dann fangen wir mal an. Ein Loch zu graben. Ja. Dauert jetzt eben wieder ein bisschen. Aber ich glaube, hier kommt schon das erste. Ne. Und dann gucken wir gleich mal, ob wir ja, Eisen bräuchten wir noch. Oder ist das hier doch die... Ich glaube, ich muss noch weiter nach da, oder? Ne. Wir nähern uns, glaube ich, dem Silikon. Also, ah, der Schweißbrenner ist... Obwohl, doch, da ist schon Silikon bei. Sehr gut.
Ist das hier schon alles Silikon? Ich glaube wohl. Das ist doch nicht schlecht. Ja, da haben wir doch schon einiges. 43 Stück. Das ist schon nicht schlecht für den Anfang, würde ich sagen. Holen wir nochmal. Und jetzt ist unsere Batterie leer hier. Unsere Kartusche. Laden wir mal nach und dann holen wir nochmal ein bisschen hier raus. Aber ich würde doch noch gerne gleich Eisen finden. Deswegen. Ich glaube, wir gehen noch mal ein Stück weiter. Nehmen das jetzt hier mit. Jetpack an. Raus hier. Raus hier. Eben auf die Karte gucken. Dann gehen wir mal noch ein Stück in die Richtung. Zur Zeit geht's ja noch. So. Da sind noch ein paar Wackelbäume. Ja, die lassen wir erst noch mal ein bisschen wackeln. Wo gehen wir jetzt hin? Hier an das Meer. Ja, ist okay. Ich glaube, Fische gibt es zurzeit noch nicht. Wäre auch ganz cool, wenn da so Fische im Wasser rumschwimmen würden. Die nehmen wir mit. Das Stockkorn. Und da hinten sieht man schon solche Türme, das sind quasi so Alien-Artefakte, in denen man, ja, es wird Nacht, interessante Ressourcen findet, aber sie sind auch von Geschützen, glaube ich, umgeben und da sollten wir uns am Anfang noch fern von halten. Gehen wir doch mal wieder zurück, jetzt wird es Nacht. Vielleicht finden wir noch auf dem Rückweg hier ein Eisenvorkommen, was wir gleich noch abbauen können. Ansonsten gucken wir mal, was wir gleich craften können, um uns schon unser Grundstein für so eine Basis zu setzen. Ich habe auch eine Taschenlampe mitgehabt, ne? So, tun wir mal hier noch dieses Corn Dog. Nehmt uns dahinter hauen. Dann machen wir mal eine Taschenlampe an. Dann sieht es schon ein bisschen interessanter aus. Geil wäre, wenn man noch so Taschenlampen am Helm oder an dem hier Anzug befestigen kann. Wobei hier kann man schon. Ich weiß nicht, ob das schon drin ist. Okay, O2-Tank-Slot. Da kann man sich da scheinbar wohl eine zusätzliche Sauerstoffflasche machen, dass man das erhöhen kann. Das wäre auch nicht schlecht. So, da ist unsere Rettungskapsel. Hier. Eisenvorkommen. Sieht noch nicht ganz so gut aus hier bei uns. Aua. Brechen wir uns noch hier die Knochen. Gucken wir mal weiter. Machen wir lieber Jetpack an. Dann können wir den Sturz regulieren hier. Mit Jetpack kann man aber scheinbar nicht sprinten. Also wenn man den anhat, kann man hier nicht sprinten. Aber das ist völlig okay. So, dann sind wir hier schon in unserem Raumschiff wieder. Da ist unser Sauerstoffkanister. Generator, nicht Kanister. Unsere Pumpe schlägt wieder höher. Na. Jetzt ist gut. Gucken wir mal, hier ein bisschen Sauerstoff generiert. Energie haben wir da noch genug drin. Unsere Baulampe leuchtet schon. Dann packen wir dann nochmal hier die Ressourcen rein. Und jetzt können wir uns auch schon, machen wir mal 10 Stück davon.
hier schon so eine. Das will ich haben. Genau, bauen wir so ein. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.